Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Darkwood. Wir machen uns jetzt mal ganz fröhlich auf den Weg Richtung Norden zum Wolfmann, um unsere glänzenden Steine zu verkaufen, die hoffentlich für nichts anderes brauchen, um uns die Werkbank-Aufrüstung zu kaufen, die wir ja dringendst benötigen, damit wir uns dann eine Schaufel bauen können, wobei ich jetzt eigentlich nicht so wichtig war, wo sie die Schaufel jetzt nicht braucht. Weil eigentlich war ja unser Plan, in dem unterirdischen Tunnel zu graben. Aber naja, irgendwie ist das so eingestürzt, dass ich da jetzt gar nichts mehr graben kann. Achtung, Achtung. So, wo ist er denn? Da, oder? Achso, ne, warte mal. Bin ich schon vorbeigelaufen, meine Herren? Da ist er. Herr Wolfmann, ich habe ein super Angebot für dich. Was ist das denn? Ja, Fleisch? Ich verstehe es noch immer nicht, warum ich eher das Hund sagen konnte, dem einen Händler nicht. Wie viel brauche ich da? Das kostet nur 200, ich habe noch 300. Okay, dann einmal so. Deal, sagt er. Okay. So. Sonst hat er... Dies wird mir halt schon... Für 70. Was? Ich hab 40, 5, 60. Das geht sich gerade nicht aus. Es würde mich schon interessieren, ne? Ich hab das Hühnerei gekauft. Es wird sicher noch nützlich sein. Also, ich schau jetzt nochmal. Einfaches Hühnerei, nur dass es rot ist. Kannst du wahrscheinlich auch verkochen. Ja, schön, jetzt haben wir das Upgrade. Also, für die Werkbank. Und das werden wir jetzt am machen. Ist halt echt noch immer nicht check so richtig, wo es jetzt weitergehen soll, weil ich halt einfach nirgends weiterkomme. Wieder da jetzt im stillen Wald, nur jetzt nach Norden. Oh, da ist ein Elch. Achtung, Achtung, nicht provozieren. Eigentlich haben wir ja Oh, der ist schon tot. Okay. Da waren anscheinend schon angeschlagen. Überreste von Pilzen. Ach, schade, jetzt haben wir gedacht. Wir haben ja gehört in der Nacht. Boah, jetzt doch, da kommt nur ein Hund auf uns zu. Dass da ein Hund gekämpft hat, ne? Vielleicht findet man da auch noch irgendwo eine Leiche, die wir looten können. Hm.
Naja, okay. Wir schauen jetzt mal, was wir mit dem Hühnerei machen können. Boah, die giftigen Pilze sind oft so gemein platziert. Das ist so gemein. Okay, schau mal. Finden wir da irgendeine Leiche? Im Mistfeld kann man es halt irgendwo da rechts von unserem Haus irgendwo. Wir könnten auch mal. Gibt es da eigentlich was? Überreste? Ah, umgestürzter Baum. Ja. Okay, den haben wir schon. Ich hätte mal da hinschauen, wo wir den ersten glänzenden Stein gefunden haben. Was ist das da eigentlich? Schaut mal, schaut auch irgendwie. Ja, ist nix, okay. Das war da. Sieht man da vielleicht irgendeinen Code oder so? Das könnte irgendwie. Schaut aus wie ein Schlüsselbund. Schaut mal da dann so her. Da so. Warte mal. Jetzt sieht man es nicht mehr. 21? So Schlüsseln. Sieht es das? Gibt es da irgendwas? Ich sag immer die Nummer 21. Okay, warte, ich geh da nochmal hin. Steh mir da jetzt mal mitten rein und warte einfach einmal. Jetzt halt auch nichts, ne? Weiß nicht, aber habe ich jetzt auch keine Zäune oder so, habe ich jetzt auch nichts entdeckt. Ist das da irgendwas? Ne. So, und dann war ja da oberhalb dann irgendwo. So ein Schrein. Ich glaube, ich bin da schon vorbei, oder?
Hunde? Oh Gott, hör auf. Nice. Okay, also ich bin auf jeden Fall schon vorbei bei dem Schrein. Was ist da? Achso, na, jetzt bin ich da. Okay, ich bring den jetzt um. Es ist mir echt egal jetzt. Jetzt haben wir ja die, was mir mal angreifen. Also in der Nacht, ne? Das sind die. Was war da jetzt? Ah. Ist wohl verhungert. So, da waren wir. Nur nicht. Nice. Okay. Gut, jetzt muss ich dann eh zurückgehen. Da sieht man wieder ein Skelett. Was ist denn, was man gerade... Oh! Ah, okay, habe ich schon durchsucht. Okay. Mit dem lege ich mich nicht an. Achtung, giftige Pilze. Okay. Machen wir uns mal auf dem Heimweg, würde ich sagen. Wo ich gedacht habe, dass wir jetzt schon alles entdeckt haben, haben wir jetzt doch wieder was Neues entdeckt. Ah, okay, da sind wir. Gut, das haben wir eh gleich daheim. Was ist da? Durchsucht. Na gut. Wir müssen auf alle Fälle unser Dings dann nur reparieren. Bevor es Nacht wird. Und ich werde die Nacht wieder in der Küche verbringen. Ich glaube, das war eigentlich ganz gut. Ach, da haben wir... Oh, no! Merkel, Kocher. Das Kaninchen. Warum ist das Kaninchen? Okay. Voll die verschwendete Falle. Schade. Armes Kaninchen. Okay, warte mal, das kann ich verkochen. Okay, warte mal, ich tue jetzt mal verkochen, was ich verkochen kann. 12 ist ja immerhin. Rotes Ei. Hüften haben wir schon wieder. Oh, ich kann die Werkbank aufrüsten. Ganz vergessen, dass wir das ja machen wollten. Schön, was kann man da? Eine Sichel unterbricht die Attacken des Gegners.
unterbricht die Attacken des Gegners nicht. Unterbricht die Attacken? Also heißt das, wenn er mich angreift, wenn der Gegner mich erwischt, dann ist meine Attacke immer unterbrochen. Heißt das, wenn ich die Sichel habe, ist das dann nicht so? Oh, schaut mal. Ich weiß halt nicht, was das ist. Das ist so doof. Mir fehlen die benötigten Rohstoffe. Ja, welche denn? Ah, das ist echt ein bisschen ärgerlich. Okay. Gibt's vielleicht da im Internet, ich schau mal auf Wikipedia oder so, vielleicht gibt es da irgendwelche Informationen immer zu den Items. Hey, ich hoffe, dass die Kettenfallen genauso gut sind. Oh, es wird ja schon finster. Okay, Waffe noch geschwind reparieren und vor die Dinge, welche die auch noch was da. Oh, mein letztes Brett, okay. Ach so, es wird nur. Es regnet ja nur, es wird noch nicht Nacht, oder? Oh boy. Ah, wir haben nur Zeit, Leute. Wir haben nur Zeit. Das Licht ist noch nicht ganz dunkel. Ich weiß nicht, was ich da soll. Ich muss auf jeden Fall am nächsten Morgen wieder Bretter herstellen. Okay, so da war der Uhr jetzt wirklich nicht schlecht, weil ich weiß nicht, ist es jetzt wirklich so dunkel, weil es eben schon so spät ist? Oder ist dunkel, weil Gewitter ist? Das war's mal jetzt irgendwie halt nicht, gell? Ich glaube, es ist Zeit, meine Lieben. Es ist Zeit. Aber die Türen sind ja alle zu. Ich weiß nicht, ob es aussieht, die Tür da reparieren. Weil ich glaube, es zahlt sich nicht aus. Weil die Dinger, die können ja sowieso. Okay, warte mal, ich kennt. Wenn ich da die Tür mache. Ich könnte die Tür ja eigentlich theoretisch verbarrikadieren. Genauso wie die Tür. Ich brauche in die zwei Räume. Brauche ich ja eigentlich überhaupt gar nichts. Oh, das wäre natürlich zum Überlegen, ne? Das wäre eine gute Überlegung. Aber jetzt warten wir einfach mal die Nacht ab. Ich glaube, ich stelle mich so her. So kann nichts von hinten kommen. Wenn die Tür aufgeht, dann sehe ich das. Und wenn wer durchs Fenster kommt, sehe ich es auch.
Ich glaube, das ist ganz gut. Und ich bin auch schnell unten, falls das eine Teil wieder zum Leichten anfängt. Wobei ich nicht weiß. Ich höre Aktivitäten. Wobei ich halt nicht weiß, ob das jetzt wieder zum Leichten anfängt, weil wir haben es ja eigentlich geerntet. Vielleicht fängt es jetzt irgendwo anders zum Leichten an. Oh, das ist echt unheimlich mit dem Blitz. Momentan nur recht ruhig. Aber es kann sich immer ändern. Das war jetzt nur Blitz, Donner, oder? Oder versucht er wieder irgendwie reinkommen? Okay, jetzt höre ich aber was. Das waren die Fallen. Oh Mann, was tue ich denn, wenn ich kein Altmetall mehr habe? Hey, ich muss dringend vorankommen in dem Spiel. Ich weiß nur nicht wie. Ich weiß wirklich nicht wie. Überall. Okay, jetzt habe ich aber nirgendwo was gesehen. Die laufen in alle meine Fallen rein. Es ist so gut. Da sind Maketten reingerannt. Okay, die Ketten bringen sie halt gar nichts, ne? Ich glaube halt einfach. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob es da leuchtet. Also wegen dem Pilz, aber ich glaube nicht. Das wäre mir sicher aufgefallen. Ja, der ist ja voll knockert. Also die Ketten, ich glaube, das ist sowas, wisst ihr, bei dem einen Nachbarshaus, der eine Hund, der hat auch so eine Ketten gehabt. Oh Gott! Ah! Alter, der hat das voll weggeschoben. Boah, das war jetzt unheimlich. Da oben. Habt ihr es jetzt gesehen? Im Schlafzimmer oben? Okay, zuallererst einmal Generator aus. Die sind in jede Falle reingerannt. Vielleicht doch nicht so ein guter Ort, muss ich ehrlich sagen. Jedenfalls da oben hat sie irgendwas gerührt. Bevor es Tag geworden ist. Habt ihr das... Ich glaube, ich werde wieder ins Schlafzimmer gehen. Und den Schrank da vors Fenster stellen. Vielleicht kommt dann keiner rein.
Okay, lieber Händler. Das schaut so unheimlich aus. Einen Pilz, bitte. Jetzt hat er so ein rotes Ei. Hat er das vorher auch schon gehabt? Lalalala. Okay, ihr könnt mir das Ei jetzt auch noch kaufen. Komm, was so ist. Es ist doch voll wurscht, für was habe ich denn das Guthaben, Mani, oder? Ich hab sie für das, dass ich Sachen kaufen kann. Sehr gut. Das Fleisch kann ich eigentlich wieder verkaufen. Habe ich da noch. Schaut, das Fleisch kann ich ihm geben. Glänzenden Stein hebe ich mir auf, falls ich mir wirklich irgendwas Besonderes kaufen mag. So als kleiner Dingsbums. Ein Dietrich nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Wobei, nee, warte mal. Ach, Schatz, die Uhr rechts oben. Cool. Heben wir das Fleisch auch noch auf zum Verkaufen. Weil. Vielleicht brauche ich es ja. Weil ich weiß nicht, ob ich bei ihm was kaufen mag oder beim anderen. So, jetzt passt's auf. Okay, oh Mann, es ist wieder Zeit. Die Zeit vergeht immer so schnell, liebe Leute. Das ist schrecklich. Schrecklich. Warte mal. Nein, nein, halt, halt. Ich möchte jetzt schauen, kann ich das ansägen? Na. No. Ja, na gut. So. Was ich auf jeden Fall aber noch mal tue. Eine Falle werde ich auf jeden Fall her tun. Da so. Aber nächste Nacht werde ich wieder ins Schlafzimmer gehen. Benzin reicht noch. Aber ich lasse das Fenster offen, falls ich da raushupfen muss wegen einem Pilz oder so. Oh, oh Gott. Und ich werde probieren. Okay, das können wir eigentlich ja jetzt alles machen. Einfach ausprobieren, würde ich sagen, oder?
Komm schon! Einfach eine Lampen da her. Vielleicht schiebe ich die andere auch noch rein. Aber das kann ich später auch noch machen. Ich mache jetzt da Folgenpause. Und ja, ich werde mal in der Zwischenzeit überlegen, was wir als nächstes dann, ne? Bis dahin. Ciao.